Ja, herzlich willkommen hier zurück bei 7 Days to Die. Lass mich mal gerade was essen, was trinken. Und ja, wir können auf jeden Fall die Werkbank jetzt herstellen. Ich habe mal so ein paar Sachen schon zusammengetragen, die wir dafür brauchen. Wir müssen allerdings, so, das habt ihr glaube ich noch gar nicht gesehen, ne? Wie das hier so aussieht jetzt. Ja. Ist hier doch noch einer gegen gerannt? War mir nicht so sicher, habe ich doch richtig gehört gerade. Okay, Leute. Ja, die Party kann beginnen hier, ne? Also ich bin sehr gespannt, inwiefern das standhält alles. Und danach werden wir dann weiter handeln. Hier ist auch noch einer gegen gelaufen. So, hier gehen wir natürlich drüber dann. Nehmen das alles weg und dann wollen wir mal hoffen. Ohne dass ich eingreife. Ja, ich werde natürlich auch ein paar killen, aber mich würde mal interessieren, was passiert, wenn man sich gar nicht wehrt, sondern einfach machen lässt. Ja. Die wollen ja zu mir. Also lassen wir sie kommen. So, wir gehen jetzt mal zum Trader. Muss noch was wegbringen. Ein Auftrag. Und dann müssen wir mal sehen, dass wir noch ein paar geschmiedete Eisen machen. Und vor allen Dingen ein mechanisches Teil bekommen. Aber das kann man eventuell auch hier kaufen. Habe ich Geld dabei? Habe ich. Alles das, was ihr im Inventar seht, habe ich schon letzte Folge gesagt, glaube ich. Dient zur Verteidigung. Everything's for sale. Nächste Nacht, die kommt. Didn't we agree your first job was gonna be free? Ja. Robo-Molotow-Cocktail. Sehr gerne. So. What's the matter? Can't find what you're looking for. Kriegen wir mehr. Und die sind sehr wirkungsvoll, ne? Okay. Ja, gut. Das sind die Sachen, die ich brauche. Kann ich mal hier so machen. Ja. Well, you better get your ass to Crack-A-Book. Oh, look, another dumbass stumbling into my shop. Hast du denn schon einen Amboss, könnte ich mir holen? Noch? Wir haben erst einen. Schmiedes Eisen kann ich selber machen. Amboss kann ich mir auch selber herstellen. Das ist nicht mehr das Problem. Ich brauche als nächstes, nach der Wirkung, brauche ich den Mischer. Mischer. Ich glaube, hier gucke ich jedes Mal rein, muss feststellen, da das nicht so toll ist, ne? Nee. Watch yourself, stranger. I know some fellers that break legs for coin. Naja, komm, lass uns mal noch was annehmen. Ich bin immer wieder auf Stufe vorige gegangen. Das machen wir jetzt nicht mehr. Wir bleiben jetzt mal bei der Zweier. Hm? Nur Nacht, nur Nacht, nur Nacht. I got work to do. Don't just stand there with your thumb up your ass. Get the job done. Ja, ja. Erstmal werde ich die Werkbank jetzt herstellen. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass er Mechanical Parts hat. Parts. Mechanical Teile. Mechanische Teile, meine Güte, was ist denn los mit mir? So müssen wir uns mal eben ein Auto greifen. Das auseinandernehmen. Ich sage, wenn man eins braucht, ist keins da, ne? Oh. Komm, du schaffst es. Mit viel Glück ist im Fahrrad was.
Aber ich habe das, glaube ich, leer gemacht. So. Lass uns mal Mechanical Parts holen. Ist das wieder am Regnen? Es ist zu viel Regen in dem Spiel. Das hat ja überhaupt keinen Nutzen, ne? Also da sollten sie nochmal nachhaken. So, los geht's. Da ist ein Fahrzeug, das werden wir uns direkt mal greifen. Ich will jetzt nur hoffen, dass ich auch... Habe ich nicht dabei. Habe ich nicht dabei? Scheiße. Wieder zurück. Och Mann. Tut mir leid, Leute. Nun, ich bin ja nun mal kein Gott. Auch ich habe meine Fehler. Natürlich. Wäre ja auch schlimm, wenn ich es nicht hätte. Mechanische Ports drin. Hätte ja gehofft, dass der Händler was hat, hatte aber nicht. Wo ist mein Fahrrad? So, jetzt aber. Hukizuki. Also Ziel heute ist auf jeden Fall die Werkbank. Ja. Gekämpft wird öfters noch. Das Auto nehmen wir da auseinander. Wir müssen mal eh gucken, dass wir mehr Federn bekommen und alles Mögliche. So. Ran an den Speck. Ist mir egal, ob das ein Container ist oder nicht. Ach so. Ja, da haben wir schon mal verbrauchen. Ich werde zwar nicht ganz komplett zerlegen, denn immerhin kommt dann nochmal Ware rein. Ne? So. Dann nehmen wir lieber den hier auseinander. Wer weiß, vielleicht kriegen wir ja noch einen Motor. So, die Werkbank ist uns sicher. Gut. Schaut mal. Verkaufspreis 92. Ja, das ist viel. ...46 für eine, das ist richtig viel Schotter. Also muss man mal sehen, dass wir mehr Heizkörper auseinandernehmen. Ne? Das wäre unsere Geldquelle. Wo ist denn unser Fahrrad? Ab zur Basis. Mein Kaffee ist jetzt absolut kalt geworden. Dann wird es jetzt Zeit für Tee. Ich kann nicht lenken mit einer Hand, wenn das nicht mein Tee einschütte. So. Mal ein bisschen was für die Niere tun und die Leber. Also hier jetzt bei mir. Und ja. So. Lass uns den ganzen Kram wegbringen, den wir nicht brauchen. Hier sowas zum Beispiel. Oh, eine 5er Batterie, Leute. Die wird auf jeden Fall ins Auto gepackt, wenn wir eins haben sollten. Oder Motorrad. Denn eine 5er Batterie
Ist schon nice. So, wartet mal. Dann das weg. Das weg, das weg, das weg. Das nehmen wir mal mit rüber. Sonst noch irgendwas? Motoren haben wir ja nämlich auch schon, ne? Ja, das ist doch schon alles nice, ne? Also wir brauchen 100 Holz auf jeden Fall, ne? So, das sollte reichen. So, und dann gehen wir hier hoch. So, einer zu wenig. Okay. So. Dann sind wir schon am Ziel. Ah, mega, oder? Ist das mega? Das ist mega. Mega gut. Oh mein Gott, das ist fast gewachsen. Das ist doch super. Kartoffeln, Aloe Vera, Kürbispflanzen und Yucca. Ja, und hier kommen die nächsten rein. Und hier auch. Ich glaube aber, hier machen wir noch eine Reihe. Oder reicht der Ort dort? Und hier müssen wir halt was anderes machen. Muss ich mir mal überlegen. Ich mache mal hier so ein paar Dinge rein. Aber ich habe überhaupt keinen Platz mehr. So, ja. Hallo? So machen kann. Mal sehen. So, müssen wir mal sehen, wie wir es machen, ne? So, als nächstes kommt jetzt die Werkbank. Wir brauchen geschmiedetes Eisen. Und dafür ist da dieser Ofen hier gut. So, da haben wir auch nichts. Wir brauchen nur noch 10. 10 Stück. Wie lange brauche ich? Ich muss es nochmal neu einstellen. Keine Minute, guckt euch das an. 1 reicht absolut. Muss ich immer neu einstellen oder was? Meine Güte. So, fertigen. Dann warten wir mal geschmeidig darauf. Was brauche ich denn nochmal für Beete? Nitrat und Lehm. Ja, das ist ein so ein Ding ist es, ne? Hm.
Gucken wir mal. Ob wir genügend Nitratpulver haben. So, da höre ich doch irgendwas. Ja, sie ist an allen so ein Ding, ist noch nicht ganz kaputt. Und sie ist da schon verreckt. Ich bin gespannt. Haben wir eine kleine Zombie-Horde gerade? Das wäre nice. Ist nichts zu sehen. Ich weiß auch nicht, warum die unbedingt dahin wollte. Denn der einfachste Weg wäre jetzt für sie dort gewesen, wo ich rüber bin. So. Fertig der Lack. Können wir hier weiter einschmelzen lassen. Und hier sind wir ja auch noch nicht fertig, nein. Den wir brauchen. Was habe ich denn hier für ein Kohleproblem, Mensch? So, was wird hier eingeschmolzen? Blei und Sand. Blei und Sand. Das meiste ist Sand. Und Messing. Stein und Lehm. Könnte mal hinzu. Sehr schön. So, ich glaube, wir können unsere Werkbank herstellen. Ja. Werkbank. Hier kommen die Samen rein. Ja, bis da hinten, dann ist es immer ein blöder Weg. Mich. Läuft doch. Ich habe was gehört. Es war schon lange keine Zombie-Horde mehr hier. Nicht zu nah rangehen, sonst tue ich mir selber weh. Sehr schön, sehr schön.
So, was wollte ich machen? Ich brauche Nitrat. Wir haben Nitrat, Leute. Genau das habe ich mir gedacht. 9 Stück kriegen wir zusammen. Könnten noch 3 Stück kriegen. 3 kriegen wir noch. Dafür brauche ich nur Lehm. Das haben wir drüben. So. Haben wir sonst noch irgendwelche Samen hier, die wir nicht brauchen? Außer jetzt das Cremesaat, Kartoffelsaat, ne? Nehmen wir mit. Heidelbeeren, da kann ich auch mal Samen machen. Das kann ich noch nicht. Das ist schade, so lange bleibt es auch hier. Mais. Mais sollten auch mal ein paar. Jetzt habe ich überhaupt keine Samen, ne, von Mais, weil ich die mal weggeschmissen habe, ja. Ja, es hat keinen Nutzen. Es sind nur 3 Stück, die ich draus kriege. Gut. Nö, ne, dann. War es das, ne? Fragt, lasse ich da liegen, das kann ich jetzt nicht mehr gebrauchen. Ja, hier passiert ja nichts, ne? Ja. Bis auf einen Zombie bis jetzt. Ja, aber diese Nacht geht's hier los. Also in der nächsten Folge könnte es interessant werden. Oder ich werde sehr enttäuscht sein. Das kann natürlich auch noch passieren, ne? So, wir machen auf jeden Fall hier erstmal die Beete rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haben wir immer noch nicht alles. Ja, noch 2 vielleicht dazu. Ne, 9 Stück kriegen wir. 9 oder 10. Wir werden es sehen. So. Lehm brauchte ich noch ein bisschen. Mache ich jetzt mal ganz brutal. Die 3 noch dazu. Mein Gott, die 1 Minute 15, das dauert aber auch ewig hier, ne? Unfassbar. Unfassbar. So, das legen wir auch mal hier rein. Das Nitratpulver und sowas für den nächsten. Ja, ist es. So, ich hole mal die Sachen raus. Sehr gut aus. Ja, die Folge wäre schon damit wieder rum.
Unsere Werkbank ist fertig. Ja, wie stellen wir sie? Ja, hatte ich gedacht. So. Unsere Werkbank ist fertig. Schön, 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 Leute. Ja, und jetzt können wir nämlich auch solche Stapel machen, wenn wir genügend von einem was haben. Zum Beispiel Stapel kleiner Stein. Gucken wir mal. 6000 Steine. Ja, hier sowas. Oder Lehm, glaube ich, war nicht dabei. Hier. So. Was muss ich dafür tun? Muss ich das lernen oder was? Um ihn zu öffnen und zu entladen. Ja, aber wie geht denn das? Ach, Eisen. Eisen? Echt? Hier, Eisen habe ich auch. Und dann kann man das zum Beispiel hier. Tatsache. zu einem Stapel jetzt verarbeiten. Und auch die hier. Sehr interessant. Da hat man Platz gespart, ne? Da, seht mal. Stapeleisen, einer. Da sind 6000 Stück drin. Und die Steine auch. Boah, das ist geil. Oh, das ist cool. Ja, zack, zack. Geht das mit Lehm auch? Das wäre ja cool. Platz sparen, Leute. Lehm. Nee, da steht nichts drüber, ne? Kann man das jetzt mal hier durchblättern, mal eben? Eisenaufbewahrungskisten. Wenn da derselbe Platz ist, dann mache ich das natürlich nicht. Was gibt's denn sonst noch? Stacheldrahtsauen. Ja, nice, Leute. Oh ja, da kommen wir zu den guten Sachen. Stahlblock, Leute. Dafür brauchen wir nichts anderes als Stahlbarren. Stahlklappe, Stahlleiter, Stahltür. Da kommen wir dazu. Ja, verstärkte Zugbrücke. Oh, super. Chemiestation. Hm. So Leute, wir sehen uns zur nächsten Folge hier bei 7 Days to Die. Und dann beginnt auch direkt die Nacht. Ich werde noch durchspielen, ein paar Verbesserungen machen sehr wahrscheinlich. Werde die Böden legen jetzt hier. Das mache ich jetzt noch mit euch. Solange könnt ihr noch dabei bleiben, würde ich sagen. Gut, für die Werkbank haben wir letzte Folge gelernt zu bauen. Heute haben wir sie gebaut und wir haben Eisenstapel, Steinstapel, in 6000er Block gemacht. Also, ja, platzsparend. So. Ja, super, Leute. Da können wir doch wieder was pflanzen, ne? So, komm, das hat keinen Sinn. Wir machen die Folge in der nächsten Folge weiter. Also die Folge hören wir jetzt auf und wir sehen uns zur Blutmondnacht. Bye, bye.